Viel Spannung beim heutigen Tom-Turbo-Abenteuer. Wünscht euch Knabber Nossi. Willkommen in Tom Turbos Detektivclub. Spannend wird es heute mit dem Fall Die fliegende Schuldirektorin. Wo ist die Frau Direktorin? Sie ist weggeflogen. Was? Was ist Tom? Ihr braucht einen Detektivtipp? Den bekommt ihr. Ich möchte eine Geheimbotschaft schreiben. Aber wie? Kein Problem, Robin. Was willst du schreiben? Habe das Geld in deiner Sporttasche versteckt. Und heute im Geheimarchiv erfahrt ihr Erstaunliches über Gustav Geldsack. Auf ins Abenteuer! Löst den heutigen Fall und knackt das streng geheime Codewort. Hallo Franzi, hallo Spaghetti. Lächeln, muss meine neue Kamera testen. Hast du überlegt? Spielst du mit? Klar bin ich dabei. Ja. Guten Morgen, Frau Korrektor. Morgen. Oh, Susanna, guten Morgen, Franziska. Na, willst du auch den Unterricht besuchen, Tom Turbo? Tom Turbo soll mitspielen. Ihr wollt, dass er den... Verrat ihm später, was er ist. Gut. Wir sehen uns also dann in der zweiten Stunde zur Probe. Ja, bis zur zweiten Stunde. Spiele ich einen Superhelden? Oder ein Raumschiff? Wer weiß. Goldschwänzchen. Wie geht's meinem Goldfischchen? Ja, was hat denn mein Goldschwänzchen? Was Gefährliches abgehen. Vielleicht ist der Alarm wegen Patrick Protzklotz. Oder wegen seinem Vater. Patrick ist nie alleine unterwegs. Er geht mir auf den Geist. Ihr Taschengeld. Damit komme ich nicht mal bis zur großen Pause. Das reicht ja nicht mal bis zur großen Pause. Ich werde euch der Direktorin melden. Was? Das war doch nur ein Scherz. Genau. Legen Sie den Abreggang ein. Ihr seid so uncool. Sie gehen jetzt nicht wirklich zur Direktorin, oder? Oh doch, ich werde dafür sorgen, dass er fliegt. Du hast so recht, Papa. Meine Mutter dreht durch. Meine auch. Macht euch keine Sorgen. Ich nehme das in den Greifarm. Guten Tag, Frau Korrektor. Tag. Geht es Ihnen gut? Könnte nicht besser sein.
Was kann ich für Sie tun? Es geht um zwei Mädchen. Sie sind schlechter Umgang für Patrick und ich verlange, dass sie von der Schule fliegen. Ja, bitte? Ich bin's, Tom Turbo. Frau Korrektor, was soll das? Hallo, Frau Direktorin Korrektor. Wo ist die Frau Direktorin? Sie ist weggeflogen. Was? Ich hasse Trottel. Wir müssen hinterher. Schnell, kommt! Aufsitzen. Wieso seid ihr nicht in der Klasse? Es hat doch bereits geklingelt. Aber... Abmarsch! Sie sind weggeflogen. Durchs Fenster. Protzklotz, für solche Scherze habe ich keine Zeit. Mund zu. Und dich brauchen wir hier nicht mehr. Abfahrt! Seit der zweiten Schule wieder da. Dann ist Theaterprobe. Was sagen Sie, Boss? Gut, dass du deine Kamera ausprobiert hast, Tom. Nicht wahr? Schau, das hast du aufgenommen vor Schulbeginn, als noch alles in Ordnung war. Und das habe ich aufgenommen, als sie nach ihrem Ausflug plötzlich wieder vor der Schule aufgetaucht ist. Das ist Frau Korrektor. Überhaupt kein Zweifel. Moment. Aber es ist jetzt etwas anders an ihr. Detektive, wie viele Sachen sind an Frau Korrektor anders? Sind das 3, 4 oder sogar 5? Verdacht, Boss? Nicht den geringsten, Tom. Das Unglaublichste an der ganzen Sache ist ja, dass sie weggeflogen ist. Ich habe auch einen Flugtrick. Ups. Verzeihung. Tut mir leid. Tom, am besten du fährst zurück zur Schule und behältst Frau Direktorin Korrektor im Videoauge. Mach ich, Boss. Gerade rechtzeitig zur Theaterprobe. Hey Spaghetti, Franzi. Neuigkeiten von Frau Direktorin Korrektor? Nichts, nein. Wir beginnen mit der ersten Probe für die Schulaufführung der Bremer Stadtmusikanten. Kinderkram. Was hast du gesagt, Patrick? Ich krieg das große G nein. Leg sofort das Computerspiel aus der Hand. Ist aus Amerika. Total neu. Gibt's hier noch gar nicht zu kaufen. Sag ich meinem Vater, der kann machen, dass sie rausfliegen. Die Rollenverteilung. Franziska ist die Katze. Susanna spielt den Hund. Ja. Und Johannes den Hahn. Ja. Tobias und Patrick sind die Räuber. Und wer ist der Esel? Franzi und ich, wir hatten da so eine Idee. Ein Esel? Ich glaube, mir brennen gleich die Sicherungen durch. Niemals! Aber wir haben noch so ein süßes Kostüm für dich. Du
ist ein Esel! Aua! Ich rufe meinen Vater an. Das kannst du gerne tun, Patrick. Von meinem Büro. Mitkommen! Ruhe! Den Schrei überhören können. Den Schrei meine ich nicht. Frau Direktorin Korrekta hat etwas verloren. Wo? Und was? Detektive, kombiniert. Welcher Gegenstand macht beim Runterfallen dieses Geräusch? Ich? Sieht aus wie eine Münze. Die piept. Da ist etwas eingebaut. Und was? Wird mein Boss untersuchen und herausfinden. Beginnt endlich die Probe? Alarm aus! Schlüpft gleich in eure Kostüme. So lässt es sich leichter proben. Komme wieder. Zurück, Tom? Probst du doch mit? Große Verwunderung. Warum? Was entdeckt Tom? Tom Turbo ruft Boss. Tom, ich weiß, was du meinst. Detektive, es hat mit Patrick zu tun. Als er zurückgekommen ist, da war etwas seltsam an ihm. Es war nämlich etwas da, das eigentlich gar nicht da sein kann. Ist euch das aufgefallen? Auf die Bühne. Gigeri, gi! Und die Katze? Das Kostüm stinkt. Was glaubst du, stimmt mit Frau Direktorin Korrekta und Patrick nicht? Bei beiden war auf einmal ein anderer Gang eingelegt. Bei Frau Korrekta Schuhe und Tuch, Patrick hatte sein Spiel wieder. Was hat das zu bedeuten? Hund und Esel auf die Bühne. Das ist heiß. Untersuchungsstrahl, los. Alarm. Wir machen morgen weiter. Alles okay? Muss Frau Korrekta untersuchen. Frau Korrekta, ich muss mit Ihnen reden. Frau Direktorin, Frau Korrekta, Turbo Flachke.
Grüße ihn, Tom. Pleite, Boss. Frau Direktorin Korrektor muss super Düsenantrieb haben. Verschwunden. Gib nicht auf, Tom. Such weiter. Mach ich. Hey, bist du in der Nähe des Tiergartens? In Kürze. Dann wirf dieses Metallding ab. Kommt gleich. Abwurf. Höchst interessant. Das ist der Teil. Von so einer Platte. Aber Detektive, zum Muster welcher Platte passt das Muster auf der Metallscheibe? Vergleich die drei Platten mit der Metallscheibe. In einem Gerät zu finden, mit dem Toms Strahlen und Tricks abgewehrt werden können. Rudi Ratte hat so ein Gerät einmal gebaut. Tom! Keine Spur von Frau Direktorin Korrektor. Mach zu, ich habe einen Verdacht. Wir könnten es mit elektronischen Doppelgängern zu tun haben, die du nicht entdecken sollst. Deshalb fliegt Frau Korrektor immer weg. Vielleicht steckt Rudi Ratte hinter der ganzen Sache. Haben Sie Geld nachgetankt? 1 Million, Herr Protzklotz. Sollte für die nächsten Tage reichen. War wieder zum Gähnen langweilig. Frau Direktorin? Nicht da. Tom auch nicht. Zur Schule gehen sehen. Wir müssen Tom und Thomas anfunken. Funkgeräte her. Ich hab meins im Rucksack, in der Klasse. Schnell Batterie wechseln und ein neues Tom Turbo Abwehrmodul einsetzen. Was erlaubst du dir, Frechdachs? Oh. So ist's besser. Gut gemacht mit dem kleinen Protzklotz. Aber jetzt wieder brav in dein Büro. Kannst mir sicher noch nützlich sein. Tom Turbo, sofort kommen. Tom, Notruf. Die sind betäubt. Jetzt bist du dran. Endlich! Schon wieder dieser Drahtesel. Halt, Rudi Ratte. Wo ist er hin? Ich finde ihn. Tom, wieso
schlägt dein Gefahrenmelder Alarm? Das ist doch nur das Auto. Detektive, was ist an diesem Auto so überraschend? Schreibt euch den Buchstaben auf, den ihr dort seht. Frau Korrektor, um Protzklotz auszurauben. Schock, schock, schock. Halt. Stopp. Sehr gut so. Was? Lief wie geschmiert. Aus Tom Turbo mach jetzt Flottschrott. Brauche dringend Plan. Mein Roboter schießt dich jetzt bis zum nächsten Schrottplatz. Schwung holen wollen? Turbo-Verkleinerungstrick. Los! Abflug! Nein! Gemeinheit! Der schöne Doppelgänger! Meine ganze Arbeit! Drahtesel, das zahle ich dir heim! Ich hab deine Freunde. Wo sind sie? Tom, ich hab den Funkspruch von Yocho auch empfangen. Er kam aus dem Büro der Direktorin. Dort kommst du nicht rein. Die Tür bewacht mein anderer Roboter. Kommst du nie vorbei, Drahtesel? Oh, ich fürchte mich so. Oh, mir klappern die Sicherungen. Turbosprung, los! Aber nur damit kannst du die Starre aufheben, Drahtesel, und das Gerät bekommst du nie. Und jetzt macht mein Roboter aus dir flott. Schnell Schrott! Komm zum lieben Tom Turbo, komm her. Nu komm, put, 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 komm her. Tom Turbo wartet auf dich. Turbo, jetzt ist Schluss. Tom, alles in Ordnung? Warten Sie ab, Boss. Warten Sie es ab. Oh, die Polizei hilft dir gerne, Rudi Ratte. Und das da brauche ich. Nein! Nein! Was hat das alles zu bedeuten? Ich habe nur gerade einen Fall gelöst. Ja, und ich muss jetzt dringend die Schulaufführung vorbereiten. Ich helfe Ihnen. Ja, komm mit. Schlafen Sie im Dienst? Und was macht der Geldkoffer da? War das heute wieder öd hier? Mitspielen. Bitte spiel den Esel. Es gibt dir einen Ruck. Mach doch Spaß. Na gut. Ja. Aber Moment.
Nur wenn ich Schmierölheu bekomme. Auf diese Vorstellung, Detektive, bin ich schon sehr gespannt. Auf unseren nächsten Fall natürlich auch. Und ihr? Bleibt auf der Spur. Wie ihr mitspielen könnt, das erfahrt ihr gleich. Doch nun zum heutigen streng geheimen Detektiv-Tipp. Ich möchte eine Geheimbotschaft schreiben. Aber wie? Kein Problem, Robin. Was willst du schreiben? Habe das Geld in deiner Sporttasche versteckt. Gut, dann schreib die Botschaft jetzt so. Jeder lesen. Nicht mehr lange. Nun nimm einen anderen Zettel und schreib die Zeilen so auf. Und jetzt? Lestet, Edreshit, Begnerk, Asinosek, Adipab. Und so wird die Botschaft entschlüsselt. Ich muss die Zeilen nur wieder so schreiben. Habe das Geld in deiner Sporttasche versteckt. Genau, Flo. Und schon? Gratuliere! Gleich erfahrt ihr, wie ihr mitspielen könnt. Doch dann verraten wir euch höchst Erstaunliches über Gustav Geldsack. Von dem Geld, das gehört Mrs. Honeymoney. Jetzt geht's los. Lest eure Lösungsbuchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig, ergeben sie das heutige streng geheime Codewort. Spielt mit, ruft an 0800 071 170 oder schickt eine E-Mail an tomturbo@orf.at. Aus allen richtigen Lösungen werden 10 Detektive der Woche gezogen. Zu gewinnen gibt es den Tom-Turbo-Detektivausweis, eine von 10 Tom-Turbo-DVDs und als Hauptpreis zusätzlich eine turbotolle Lupe. Wer gewonnen hat und das streng geheime Codewort, findet ihr im Internet auf okidoki.orf.at oder auf ORF Teletext 360. Heute im Geheimarchiv der Gaunersteckbrief von Gustav Geldsack. Sein Motto: Ich will mehr, mehr, mehr Geld. Das ist sein Auto und das der Sitz seiner Firma. Leicht zu erkennen am GG auf dem Dach. Das steht natürlich für Gustav Geldsack. Geh weg, Herr Geld. Ja. Und jetzt wollen Sie sich vielleicht inzwischen bedienen, bis das Match beginnt. Und er macht ständig Geschäfte. Dunkle Geschäfte. Gemeine Geschäfte. Weg von dem Geld, das gehört Mrs. Honeymoney. Die Drecksarbeit lässt er immer von anderen erledigen. Ja, Chef? Ist der Fiedertransporter schon da? Eingetroffen. Zum Beispiel von seiner Sekretärin, Fräulein Zisch. Weg, alle! Zara Zisch reitet sie in einem Wisch. Gefährlichkeitsstufe hoch. Aber miese Geschäfte gehen zum Glück daneben. Her, mit meinen 5 Millionen! Leer! Diese Sendung widmete euch Knabbernossi.